Oh, Anruf auf meinem Kosmotransmitter von Hendrik. Zum Sexy Star Strip bitte. Es ist große Neuigkeiten. Die intergalaktische Quarantäne wurde aufgehoben. Ist ganz neu reingekommen. Endlich darfst du wieder zu verschiedenen Sternsystemen reisen. Wir können endlich unseren Plan verfolgen. Dass du endlich zu Kassik reisen kannst. Weißt du noch? Zu den Wookies. Wir können endlich unseren Plan abschließen, Max. Endlich. Aber Max, man muss aufpassen, weil die Star Troopers, die sind auch schon da. Die Kids von denen sind jetzt endlich wieder in Yakita und die wollten jetzt sofort irgendwo hinfahren und sind jetzt auch nach Kassik. Die haben angeblich alle Wookies eingefangen. Die wollen die mitnehmen für ihre Kids. Das kannst du nicht zulassen. Du musst sofort dahin reisen und sofort die befreien. Das Ganze, wie ich mag, ich liebe Wookies. Bitte. Jo, da fliege ich hin. Direkt rein. Und Max, noch ganz kurz unter uns. Die Frisur, die steht hier eigentlich echt super. Das ist diese... seitdem der Marcel Windu damals aus dem Fenster rausgefallen ist, hat eine Radiedi gesagt, es müssen alle diese Gedächtnisfrisur benutzen. Ohne die hat man eigentlich auch keine Karrieresongs bei den Jedi. Alles klar, süß. Auf Wiedersehen, mach's gut. Was schön, ciao. Ich kann nicht mal aufpassen. So. Boah, kaschig, Alter. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Ich brauche keine weiteren Hände. Hey, war doch ein saftiges High-Five. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Boah, das ist ein fetter Baum. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenwäldler überfallen einen Imperialen-Konvoi. Wie ist dein Plan? Sabotage. Bereit zu schwimmen, bitte? Sag mal, das ist mein 4 Monate in galaktischer Quarantäne. Dann komme ich hierher. Ich habe nicht mal meinen Kaffee getrunken. Und auf einmal wird geballert. Die schießen. Rebellion, Guerillakämpfer. Und dann springt er schon aus 50 Meter Höhe ins Wasser. Sag mal, man hat gar keine Gelegenheit, erstmal zu reden. Hallöchen übrigens. Den sollen wir jetzt kapern? Ja gut, ich dachte, man landet erstmal. Ich kann Hallo sagen. Ich bin nicht nass! So, Abfahrt. Erinnert mich ein bisschen an Shadow of the Colossus, Alter. Nur, dass diesmal Shadow of the Kampfläufer ist, ey. Oh, da oben ist einer. Der guckt. Ja, geht direkt munter weiter, Freunde. Klettern wir nach oben. So, los geht's. Danke! Ja, also erstmal Hallöchen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu Star Wars. Gefallener Orden wiederfinden, aufbauen. Ich bin natürlich bekannt durch viele Spieltitel, habe schon viele Titel, Orden, Pokale und so weiter erlangt. Auf vielen Spielen natürlich Weltklasse-Niveau. Noch immer bester Siedlerspieler der Welt. Einer der besten League of Legends-Spieler aller Zeiten. Und natürlich ist es da auch mein Anspruch, die größte Herausforderung stets zu suchen. Ich bin angehender Jedi-Meister, Jedi-Großmeister. Ja, und wir spielen natürlich auf Jedi-Großmeister-Schwierigkeitsgrad. Wir haben so ein kleines Fenster für Paraden. Aber dafür bekommen wir den maximalen eingehenden Schaden. Und die Gegner, die sind so ein bisschen aggressiv. Aber wir sind mit allen Wassern gewaschen und werden sie alle abstechen. So, das nur noch mal ein paar einleitende Worte, ist ja jetzt ein bisschen her. So, haben wir denn? Kernreaktor rein. Oh, nee. Oh. Geh da mal wieder runter. Hallo.
Ach so, ich dachte, er will jetzt mit dem Ding fahren, halt. Okay. Also, wir hijacken jetzt den Kasten. Hat keinen Puls. Du bist dran, Ausfälle zu melden. Hier spricht L97240. Wir haben bestätigte Verluste. Da ist aber jemand sauer. Moin! Das ist der Jedi! Gott. Ich bleibe an dir dran. Schnell, erledigt! Ich hab nicht mehr so viel Leben. Hoffentlich haben wir... Ich lade dich bitte aus. So! Zack, Junge. Rasiert. Was denn wiederhergestellt? Ist alles super. Ich bin gut drauf. Seid ihr es auch? Also, dass das funktioniert hat? So geht's los. Das sind also die Blaster. Damit werden also die Kanonen angefeuert. Okay. So, richtig in die Fresse einreihen. Gehen wir weiter. Okay, Freunde. Ladet die Kanonen! Zack, zack, zack. Hey, wer bist du? Alter, wer bist du? Du bist auf meinem Kasten. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Gut, dann fahren wir mal weiter. Und dem schenken wir auch noch einen ein. So, darf ich mal durch. Rein, Hämmern! Junge, DJ war gestern. Bam. Was? Von oben? Ey! Hast du Lack gesoffen? So. Absturz. Was machen? Den haben wir, oder? Oh, Scheiße, oder? Ja, ich bin okay. Oh, das sind... War das ein Match, ey. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Den kenne ich von Hollywood. Such jemanden. Also, wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tafur. Was willst du von Tafur? Na, Jedi Geheimnis. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Ich sollte ihnen helfen. Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Ja, besten Dank, Alter. Ich muss immer los, alles bumsen, bis nichts mehr lebt. Und die... Ja, wir gucken mal, ob wir da so einen Funkspruch abfangen, Bruder. Kein Kampfschiff. Bra, aber da kommt ja nur Scheiß aus eurem Maul. Entschuldigung. So, also wir suchen jetzt den krassen Häuptling der Wookies. Und wir sollen auch welche befreien. So, geh mal bitte weg. Geh, bitte. Er denkt sich nur so. Okay, wo sind wir hier? Was, hier hat ein Techniker gearbeitet? Da unten ist eine Werkbank. Ehre. Oh mein Gott! Ah! Was? Das war so klar, Bruder. Oh, was? Ah! Eine riesenfette Spinne? Ausgerechnet eine Spinne? So, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Okay. Ja, das Ding kann ja gar nichts, Bruder. Oh Gott! So, jetzt. Oh, schönes Ding, Harry. First try, wie krass ich bin, Bruder. So, ab zur Werkbank, Bruder. Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurzschließen. Okay. Überladen. BD1. Ach, BD1 heißt ja. Kann jetzt Maschinen ein- und ausschalten. Moin! Oh. Wookie! Oh! Hey, vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Hast du einen Oscar? Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist.
Pass auf dich auf da drin. Befreie die Wookies. So, was haben wir? Imperiale Raffinerie. Sie müssen tief liegen müssen. Oh, schöner Machtstoß, ne? Und los geht's. Einer der Cutter läuft. Da, immer. Achso, beim Doppellichtschwert ist es doch so. Krass, ja, alter Cowboys, Jedi, Sith, Licht, Degen. Oh, 3P2. Oh, komm mal her, Jungs, ich hab Bock, Bruder. Ist keiner mehr da, Bruder. Na gut, dann komm ich jetzt! Komm schon, auf ihn! Leute, hat einer gewartet am Rand, ihr kleinen, ekligen Leute, Alter! Und rein. Guck mal, du schon wieder. Oh nein, genau in die Kläranlage, Alter. Mach auf. Ich kann nichts machen, Bruder. So, jetzt habe ich dich durchbrochen, Bruder. Ich lebe. Hä? Geht weiter. Ich stoße bald wieder zu. Halt mal die Fresse! So. Ach Mensch, die Kollegen. Geht's ja ganz schön zur Sache. Der ist mein Kill. Killskill. Schön auf den Uterus da hin drauf, Alter. So, was haben wir hier? Komm wieder her. Irgendwas Brauchbares? Er ist so ein Opfer. Haut den Druiden da rein. Komm wieder her. So, Leute, hier konnte ich hoch. Und hier kann ich auch lang. Hey, da ist ein großes Machtding. Warum werde ich eigentlich das Gefühl nicht los, dass wir irgendwann nochmal eine richtig fette Spinne bekämpfen müssen? Das hier wäre so ein Ort, muss ich sagen. Patrouille an Basis. Hier unten ist schon wieder was. So eine Art Netz. Hey, wer da? Ah! Hey, ja. Ich würde sagen, rein ins Vergnügen. Albino, ich wusste es. Bossfight. Huhu. Oh, scheiße, Bruder. Warum habe ich jetzt wieder das Doppelte? Nein! Mann, ich drücke immer hoch, dann nimmt er den Stim. Aber ich will, dass der Laserschwert nimmt. So. Ach, scheiße, Mann. Wieder zu früh. Ich hasse mich und meine... eigene Scheiße! Es wird jetzt rausgekattet, bitte! Und nochmal. Jungs, wollt ihr mal mit 200 km/h gegen eine Scheibe klatschen? Geht voll ab! Mit Bedacht! Mit Bedacht, Freunde! Jede Minute hier sein. Das stimmt. Und unsere Verstärkung im Rückzug. Gut. Dann geh mal rein. Ihr seid so eine Lappen. Du auch. Lief einmal frei. War ein solider Zugriff. Großmeister Jedi. Jawohl. Abkürzung freigeschaltet. Sehr gut. Wir wollen euch befreien. Ihr seid nicht allein. Versuche sind nicht gestartet. Das ist schade, Bruder. Bereit machen. Plötzliche Bewegung nicht vorher. Juckt ihn gar nicht. Juckt ihn gar nicht.
So. Kenn ich hier aus Rogue One. So, also nochmal. Raus mit euch. Los. Oh, Halsbänder. Ich helf gern. Oh mein Gott, ey! Sag mal, spinnst du? Aua! Jo, schieß nochmal, Jungs. Oh, da kommen die nächsten. Oh nee, ey. So, den haben wir. Oh Gott. Geht's schon wieder hier los, ey. Oh, komm, schieß. Nicht so! Bitte einmal hierher, genau, da kommt der goldene Vogel. Schön, ja, noch ein bisschen. Bisschen noch. Groß gut. So, und jetzt runter, bitte. Ich muss den einmal... Jawohl. Scheiße Rakete, Bruder. Komm, schieß nochmal, Bruder. Nee. Ach, scheiße. So. So, durchgeschnitten. Jetzt fällt er. Jetzt schauen wir mal, was der Kollege sagt, der da rauskrabbelt. Mach auf. Macht er nicht. Jubel! Es waren viele harte Jahre. Ja, Mann. Wir haben Kameraden verloren. Freunde. Galaktische Quarantäne. Familie. Fass mich nicht an, Bruder. Kashyyyk! Ist noch nicht verloren. Ja. Für die Sache. Hey. Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So nee. Etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Hast du einen Oscar?